Ursula Weiss, die Stadt Bern hat dort Elektrofahrzeuge im Bereich Strassenreinigung vorgestellt. Wie wichtig ist dieser Schritt für die Stadt Bern? Ja, der ist wirklich sehr wichtig. Er ist so klimapolitisch, vor Luftverschmutzung, aber vor allem wegen dem Lärm wirklich ganz zentral. Wir machen jetzt einen grossen Schritt damit. Und es soll für die Leute in der Stadt wirklich angenehm werden, wenn unsere Reinigungsleute durch die Strassen fahren. Also wirklich mehrere Vorteile, die ihr ansprecht. Könnte man vielleicht auch sagen, umweltpolitisch gesehen, ist es eigentlich wie nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein? Ja, also wenn ihr Klimapolitik nur dann anfangen, wenn alle auf der ganzen Welt sich bewegen, dann macht ihr nie etwas. Aber ich glaube, die Schweiz ist gefordert, die öffentliche Hand ist besonders gefordert und aus städtischer Sicht haben wir eben wirklich ganz stark das Argument auch Lärmreduktion. Das werden ganz leislige Fahrzeuge sein. Sie haben sogar noch einen leislichen Bass vorderan und mit den Elektrobläser, so dass die Leute nicht nur eine saubere Strasse haben, sondern dass wirklich auch akustisch für sie angenehm wird. So ein bisschen die Innovation vielleicht auch vorantreiben, wenn Städte wie Bern vorausgehen? Es ist klar, das kann nur die öffentliche Hand. Wir werden auch noch unterstützt durch einen Ökofonds, wo das etwas wert ist. Es kostet im Moment noch mehr, solche Fahrzeuge zu beschaffen. Aber das ist Aufgabe der öffentlichen Hand, da vorauszugehen, zu zeigen, es funktioniert und die anderen lustig zu machen, hinterher nachzukommen. Also das heisst, der Mehraufwand bei den Kosten quasi nimmt man wie auf sich? Oder um wie viel mehr geht es denn da? Also es sind vor allem Investitionskosten, die höher sind. Wir rechnen damit, dass über die Dauer, die im Einsatz sind, es nicht teurer wird, weil man weniger hohe Betriebskosten hat. Aber wenn ihr neue beschaffen müsst, dann braucht ihr das Geld. Und dann kostet es im Moment noch mehr. Wunderbar. Vielleicht noch schnell zum Schluss. Hättet ihr schon selber können, so ein Elektrostrassenreinigungsfahrzeug fahren? Ja, ich würde mich irgendwie nicht so getrauen, habe ich den Eindruck. Aber eigentlich macht es einem Höllen an und ich bin wirklich sehr glücklich, dass die Stadt jetzt diesen Schritt machen kann.